Herzlich willkommen in der Ausstellung und vielen Dank für euer Interesse. Ich erkläre euch mal kurz, wie es gemeint ist. Hier fängt es an, weil es zeigt, woher das Ganze kommt, von den Sound Systems. Sound Systems sind Partys, die im Freien stattgefunden haben, von Leuten organisiert, die eigentlich ihre Alkoholitäten verkaufen wollen. Also das sind Likörhändler, Bierhändler und so weiter. Man sieht es auch, dass diese Flaschen immer direkt auf diesen kleinen Boxen am Anfang stehen. Aber nur Alkohol verkaufen bringt nichts, man braucht auch Musik dazu. Und so entstehen diese Sound Systems, die nichts Besonderes sind für Jamaica. Das gibt es überall in der Welt, wo das Klima so ist, dass man nachts noch draußen feiern kann. Dann werden einfach Lautsprecher rausgestellt und wird gefeiert. Nur Jamaika hat aus den Sound Systems eine Kultur gemacht. Das ist der entscheidende Unterschied. Das gibt es nirgendwo sonst auf der Welt. Und irgendwann entsteht aus dieser ganzen Geschichte der Wunsch nach exklusivem Material, was man den Leuten vorspielen kann, damit die Leute eben nicht da drüben zu dem Sound hingehen und ihr Bier trinken, sondern hierhin kommen, weil wir die bessere Musik haben. Jetzt verkürze ich das, weil das könnt ihr dann alles im Einzelnen nachlesen. Das führt dann dazu, dass vor 50 Jahren die ersten 5 Dub-Langspielplatten veröffentlicht wurden, außerhalb von Jamaika. Jamaika ist ein Land, wo Singles verkauft werden. LPs sind immer für den Export gemacht worden. Und die ersten 5 sind auf dieser Wand. Und dazu gibt es dann zu jeder einzelnen Platte eine Erklärung. Es gibt überall auch diese Audiostationen, wo man reinhören kann, wie hat sich das denn vor 50 Jahren angehört. Ist ja ganz anders als heute, weil die Technik ja auch noch eine ganz andere war. Und Technik ist dann das nächste Stichwort. Ab hier zeigen wir dann einfach Protagonisten, die das gemacht haben und wie sie es gemacht haben. Und das ist das fast berühmteste Studio von Kintabi mit diesem kleinen Mischpult, was wir danach gezeichnet haben, wo zum Beispiel hier zu sehen ist das Hallgerät. Damit hat er Hall gemacht. So sahen Hallgeräte früher aus. Heute macht man das alles digital mit einem Programm, aber so sah das halt früher aus. Und die Affinität dieser Musik zu Mischpulten sieht man ganz deutlich daran, dass zum Beispiel einfach Schallplatten erscheinen, wo das Pult auf dem Cover ist. Das sind hier, dieses Pult sieht man hier auf den beiden Platten und hinten in dem Plattenwald sieht man noch ganz viele andere Cover, wo andere Mischpulte zu sehen sind. Und hier sieht man das kleine Studio. Es ist aus heutiger Sicht eher ein Wohnzimmer mit oder ein Bürostuhl. Heute sind Mischpulte solche Apparate und noch größer. Damals waren das 4 Spuren, 1, 2, 3, 4, darauf war die Musik. Der Rest sind zusätzliche Spuren für anderes. Mehr konnten die Tonbänder nicht. Die Tonbänder hatten am Anfang, also sie hatten am Anfang eine Spur, dann 2 und irgendwann 4 Spuren. Und wenn wir jetzt hier rumgehen, Kintabi ist eine große Nummer, deshalb hat er 3 Wände. Hier sieht man die ersten Platten von Kintabi. Und auch wieder, er sitzt am Mischpult. Und er baut Verstärker. Jamaika hat eine unglaubliche Fixierung auf Verstärkerbau, also Verstärker für diese Soundsystems. Und das Ziel ist immer, einen noch besseren Klang zu erzielen, verbunden mit noch größerer Lautstärke. Und die ganze Sache wird dann irgendwann international wahrgenommen. Und zwar ist eines der entscheidenden Momente dabei, dass in England eine Single rauskommt, wo der Dub zur A-Seite gemacht wird. Das hat es bis dahin nicht gegeben. Wenn, dann war Dub immer auf der B-Seite einer Single zu einem Song. Und das ist dann die erste Single, die in England den Dub zur A-Seite gemacht hat. Mit großem Aufwand promotet,
hat man extra auch noch eine Promo-Single gemacht, das erkennt man an diesem A, die dann an Rundfunk und Zeitschriften und so weiter weitergegeben wurde. Und von da an war quasi das Eis gebrochen, dann lief es. Und man sieht hier zum Beispiel eine King-Tubby-Platte, die in Europa rausgekommen ist, EMI. Und die wird dann so in bunt gemacht, weil man hat von vornherein Dub immer in diese Ecke psychedelische Musik eingeordnet, obwohl es eigentlich ja eine Soundsystem-Musik ist. Und in der Zeit, wo diese Platte rausgekommen ist, hat man das sehr gerne gemacht. Gab es auch so rock-psychedelische Platten, die alle in Multicolored Vinyl zum Beispiel waren. Und hier ist dann die dritte Wand von King Tubby. Und nochmal, weil ich eben sagte, wir sind besessen gewesen von Verstärkern. Da sieht man mal ein bisschen so die Größe. Das ist kein gefaktes Bild. Der kleine Mann vor diesem riesigen Ungeheuer von Verstärker. Das ist die Straße, in der sein Studio war. Und mir ist erst sehr viel später aufgefallen, an einem ganz normalen Wochentag morgens um 11 Uhr kein Mensch auf der Straße. Da sieht man in was für einer Gegend sich das so alles abgespielt hat, denn das ist absolut untypisch für Jamaika. In Jamaika gibt es keine menschenleeren Straßen, absolut nicht. Und hier ist dann das Studio gewesen. Und diese Tür, die man hier sieht, mache ich nur mit einem Satz. Der hat hier hinter noch ein zweites Studio gebaut, was aber nie in Betrieb genommen wurde, weil man King Tubby ermordet hat und dann konnte man mit dem Studio nichts mehr machen. Dann ist das Studio entkernt worden, aber die Tür existiert da noch. Hier auf der linken Seite geht es um das Channel One Studio, was man da schon von vorne sehen konnte. Channel One ist dann das spätere Studio, aus dem die meisten Dub-Platten und in dem die meisten Engineer, also Tontechniker, gearbeitet haben. Und das ist hier eigentlich eine Galerie von den Namen, die fest dort gearbeitet haben. Es waren noch zusätzlich andere und ein paar, von denen wir Fotos auftreiben konnten und die ich auch interviewen konnte und ein paar Platten von denen. Die tauchen aber, Channel One taucht hier in diesem Wald auch nochmal auf. Dieser Wald ist eine Zusammenstellung von Platten, die einerseits auf Engineer deuten, weil die waren dann nicht so groß, dass man eine ganze Wand für sie machen konnte, oder eben auch Artwork. Also Thema Afrika zum Beispiel spielt eine Rolle, Thema Militanz, Thema Alexelassi, Rastafari und all solche Sachen. In jedem Baum hängt auch so ein Plakat, eine Plakette, wo man lesen kann, um was es geht. Man kann die drehen. Und hier sind die meisten Besucher und machen ihre Fotos. Ja, das ist doch sehr informativ, diese. Ja, das macht auch Leute, aber man kann anfassen, man kann Exponate anfeiern und so. Eine Pandemie zum Beispiel hat so klar gerne sich selbst auf die Cover gemacht. Und das steht da hier. Da hat er dann mal einen Kollegen von ihm drauf gemacht, aber da ist er komplett groß drauf. Und hier liegt er mit den anderen im Garten. Hier haben wir zwei Videos aus der Jetztzeit, um einfach mal zu zeigen, wie es gemacht wird. Also was da passiert. Da ist ein Mischpult, da läuft Musik und dann werden Feder bewegt, um Musik ein- und auszublenden. Es werden Effekte bewegt, um die in die Musik einzubringen. Kann man sich auf den Kopfhörern anhören, kann man auch zu zweit hören. Und er sagt, oh, hast du okay. Hier auf der Seite, unverzichtbar Lee Perry, den Sie alle kennen. Und das ist ein bisschen die Geschichte von Lee Perry. Zwei ganz alte Platten, um mal zu zeigen, wie er früher ausgesehen hat, bevor er dieser bunte, abgedrehte Typ wurde. Das Bild und das Plakat ist von der ersten Tour, nachdem Perry aufgehört hat, im Studio zu arbeiten, sondern nur noch ein Entertainer auf der Bühne war. Und das ist mit einer Band aus Deutschland. Also das ist die Tour, die in Deutschland stattgefunden hat. Die Band kam aus Wuppertal, Solingen, hieß Soon Come. Und das sind die letzten beiden großen Platten, die mit ihm produziert worden sind. Dann kurz danach ist er gestorben. Ist aber reiner Zufall. Diese Platten sind aber so außergewöhnlich gut, dass sie wirklich ein wunderbarer Abschluss seines hunderte von Platten umfassenden Werkes sind. Kann ich nur wirklich empfehlen. Ganz tolle Sachen. Das ist die Vocal-Platte und das ist die Dub-Platte dazu. Rainford ist ja sein Name. Ne? Ja, das ist der zweite. Lee Rainford Perry ist sein eingetragener Name und Scratch ist der Spitzname. Ne? Und dann gibt es hier die für mich eine der schönsten Platten, die überhaupt in diesem ganzen Genre existieren, Super Ape. Und da gibt es die Legende,
wie bei vielen anderen Platten aus Jamaika, es gibt immer noch einen jamaikanischen Mix, eine jamaikanische Edition. Das ist diese Platte. Und da haben die Leute elend viel Geld für bezahlt, weil es davon nur ganz, ganz, ganz wenig, eigentlich noch weniger Exemplare gibt. Die haben $800,000 dafür bezahlt. Und dann läuft die Legende, die ist anders gemischt. Und jetzt wurde sie endlich mal wieder, zum ersten Mal wieder veröffentlicht. Und jetzt kann man sie anhören und sagen, der Unterschied zwischen den beiden ist, bei einer Nummer sind 30 Sekunden mehr drauf und die Reihenfolge ist anders. Die Mixe sind alle verwendet. Dann würde ich nochmal darauf hinweisen, da hinten auf der anderen Seite des Waldes gibt es die Band Ramadan. Das ist so ein Begriff, in dem das Wort Dub auch immer auftaucht. Was soll denn das? Die Bilder sprechen für sich und die Erklärung ist, im Grunde genommen ist Rabadab der Tanz oder die Tanzart, die zu dieser Dub-Musik gehört. In der Regel sind das so die langsameren Grooves und die Körperhaltung ist eindeutig, ich möchte sie jetzt nicht kommentieren. Hier ist die zweite Seite von Lee Perry, der ja irgendwann, bevor er dann dieser sich selbst neu erfunden hat als Bühnenkünstler, hat er sein Studio vernichtet. Also erst hat er das ganze technische Equipment in die Jauchegrube geschmissen. Das ist sicher, dass er das war. Und dann hat das Studio gebrannt. Da ist nicht sicher, ob er das in Brand gesteckt hat, aber es wird wohl so gewesen sein. Und so sieht es dann heute aus. Bilder aus diesem Jahr da unten. Wie bei so vielen anderen Sachen da unten auch. Auch bei Channel One ganz die Bilder. Die großen Städte der Dub-Musik sind heute Friedhöfe. Architektonische Friedhöfe. Das ist der Arbeitsplatz von Lee Perry gewesen. Und hier steht ein Gerät, mit dem er seinen ganzen Sound gemacht hat. Das ist das berühmte Space Echo. Und das haben wir hier hingestellt, damit man einfach mal sehen kann, wie so ein analoges Teil funktioniert hat, was bis heute aber zu kriegen ist und auch weit genutzt wird. Das ist jetzt keine unglaubliche Rarität wie das Hallgerät da vorne. Und wenn man sich hier drüber beugt, sieht man, dass hier drin eine, ich glaube, 60 cm lange Bandschleife wie so eine Schlange läuft. Da gibt es gar keine Führung, die läuft von ganz alleine. Und hier an der Seite sind 5 Tonköpfe und die kann man anwählen. Und durch die Abstände der Tonköpfe entsteht das Echo, indem es immer wieder sich wiederholt und gelöscht und wieder neu aufgenommen wird. Und die Bilder hier, das und das sind alles Verzierungen, die Lee Perry an seinem eigenen Studio gemacht hat. Und hier sieht man dann noch die Reste davon, was so die Zeit überdauert hat. Da drüben ein anderes legendäres Studio, wo eben Augustus Pablo eine große Rolle gespielt hat, der Melodikaspieler, sollten auch die meisten Leute schon mal gehört haben. Und nachdem dann Jamaika irgendwann aufgehört hat, Dub zu machen, das Lustige ist ja, Jamaika hat ganze 15 Jahre lang das Musik gemacht, danach war der, war's um. Und dann hat England übernommen. Das zeigen wir hier an dieser Wand, Dubbing in the UK. Und das zeigt eben auch, dass es eigentlich eine ganz andere Weiterentwicklung ist, als das, was Jamaika gewollt hat. Also, die hat auch schon Jamaikaner vorgestanden und hat so geguckt und hat dann gesagt, die Engländer haben was anderes aus unserer Kultur gemacht. Und wenn man mal sagen will, was, die Jamaikaner kämen nie auf die Idee, Dub mit Dope und Sex in Verbindung zu bringen. Dope spielt erstmal in Jamaika keine Rolle, weil es allgegenwärtig ist. Das muss man jetzt nicht noch für ein weißes Publikum aufbereiten und Sex, ne, ein bisschen geschenkt. Und auch solche Cover gäbe es nicht in Jamaika. Das Einzige, was es geben würde, wäre das, weil dieses Stressverhältnis von Polizei als Repräsentant von Babylon und von Dreads, das kennt man eben in Jamaika zur Genüge. Aber alles andere nicht. Und bezeichnenderweise die 4 großen Namen, Dennis Bovell, Sherwood, der Professor und noch eine 4. Person, sind alles keine Jamaikaner. Das ist jetzt nicht ein Muss, das ist nicht, aber es ist bezeichnend, dass es auf einmal andere Leute übernommen haben. Trotzdem sind Dennis Bovell und Matt Professor einfach ungeheuer. Also die Platten von denen sind sensationell. Bei Sherwood muss man auch schon den Geschmack mal so ein bisschen ausrichten. Und dann als letztes das hier, weil es eine absurde Geschichte ist. Irgendwann zur Hochzeit der jamaikanischen Dub-Musik hat in England eine Plattenfirma Platten von Scientist veröffentlicht, ohne dass er es wusste. Und das hat zu einem jahrzehntelangen Rechtsstreit geführt, immer und immer wieder und immer wieder, sodass hinterher alle Leute genervt waren, Platten von Scientist zu veröffentlichen, weil der immer dann noch mit zum Gericht gegangen ist. Dann hat die Plattenfirma, die die Rechte hatte, reagiert
und hat den Namen Scientist gelöscht. Das ist das Original. Diese Platte heißt Scientist vs. Prince Jammy Big Showdown. Jetzt heißt sie Janjo Big Showdown. Und das Übelste ist eigentlich, dass sie die Cover verändert haben. Hier sitzt Scientist und da steht das Nummern Girl. Und mit digital kann man heute sehr viel machen. Das Nummern Girl steht jetzt da. Vor dem Kopf, er ist weg. Hier bei der, die heißt Scientist Wins the World Cup, jetzt heißt sie nur noch Janjo Presents the World Cup. Janjo ist der Produzent, daher der Name. Hier schießt Scientist ein Tor, da schießt der Schiedsrichter das Tor. Diese Platten sind auch mit mega Aufwand rausgebracht worden, mit großen, in der Größe Postern und einer zweiten LP mit Gesangsversionen dazu. Dann gibt es diese Bierdeckel-Collection, die dann verteilt wurde dazu, da kann man sich die anderen dann auch noch angucken. Und diese Single, das zum Abschluss, ist die allererste Single, die Scientist gemacht hat, der allererste Dub. Und wenn man sich mein Buch anguckt, vorne drauf sitze ich mit Scientist und freue mich sehr, weil Scientist ist mein persönlicher Hero. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke.